Ja, ja. Ich habe das von deinem Buch gelesen. Ich muss allerdings jetzt dazu sagen, dass das natürlich eine Interpretation ist. Hier gibt es ja unterschiedliche Interpretationen, wie man mit dem Finger macht. Aber trotz alledem, das ist eine gute Methode, dass du fragst, Entschuldigung, hast du einen Beweis dafür? Wozu bringst du ihn? Du bringst ihn dazu zu sagen, ah, ich muss mal nachgucken. Zum Beispiel jemand ist in der Moschee, Leute, die machen eine Bida. Die sitzen alle zusammen und fangen an, hu, 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 hu zu machen, ja? Dann sagst du zu ihnen, Entschuldigung, ich habe eine Frage an dich. Hast du einen Beweis dafür, dass der Prophet oder die Sahaba so dicker gemacht haben? Weil, wenn die das so gemacht haben, möchte ich das auch gerne machen, aber wenn du keinen Beweis dafür hast, mach ich es auch nicht. Dann wird er vielleicht sagen, ja, es ist aber trotzdem gut, das ist dicker und so. Dann sagst du, ja, okay, was ist besser, wenn wir den dicker so machen wie der Prophet? Oder so machen wie jemand, der vielleicht ein großer Gelehrter war, der nachher gekommen ist. Weil jeder Gelehrte kann sich vertun. Jeder Gelehrte kann sich vertun. Oder? Das heißt, wenn jetzt ein Gelehrter 600 Jahre nach dem Propheten gekommen hat, was gemacht, was der Prophet nicht gemacht hat. Okay, ist die Möglichkeit da, dass er einen Fehler gemacht hat? Ja. Okay, wenn ich das mache, was der Prophet a.s.w. gemacht hat, ist die Möglichkeit da, dass ich einen Fehler mache? Niemals! Wenn du das machst, was der Prophet gemacht hat, bist du auf dem richtigen Weg. Das heißt, dann sage ich zu ihm, was ist besser? Ich gehe auf Nummer sicher oder ich gehe Risiko ein. Das ist die Methode, dass du sagst, ich mache nur, was der Prophet gemacht hat, gib mir einen Beweis dafür. So, wozu bringst du ihn? Du bringst ihn dazu, dass er gucken muss, er muss suchen. Dann wird er dir vielleicht mit einem schwachen Hadith kommen. Wie gesagt, Bruder, das sind die Punkte von heute, 12 Punkte. Ja, nur eine Zusammenfassung davon machen. Ungefähr mindestens eine DIN A4 Seite. Ja, Stichpunkte oder komplett zusammenschreiben, wie man will. Stichpunkte reicht. Und natürlich für die anderen, ich hoffe, dass jeder, der hier ist, weiter mit an dem Dawa-Kurs teilnehmen will. Wir lernen verschiedene Verse auswendig, verschiedene Hadithe auswendig, wie der Bruder auch heute schon gezeigt hat. Und das ist eine ganz wichtige Sache. Okay, Geschwister im Islam, dann bedanke ich mich für heute. Falls es gibt, gibt es noch irgendwelche Hinweise, irgendwas zu meckern? Oder? Wo finden die Kurse statt? Immer verschieden. Du musst immer auf die Internetseite gehen, das steht dort. Nächste Woche sind wir in Berlin. Berlin ist zu weit, aber wir sind meistens hier in der Gegend. Wir sind mindestens zweimal im Monat, entweder in Dormagen oder in Mönchengladbach. Dormagen und Mönchengladbach ist ja nicht so weit entfernt. Ja? Und ansonsten, auch wenn man nicht kommen kann, kann man das über das Internet, kann man das verfolgen. Dann wollte ich etwas sagen, hier Brüder. Wir haben das, glaube ich, da draußen liegen, oder? Wo? Das können die bei uns ausfüllen. Ja, weil wir brauchen, guck mal Leute, wir haben jetzt beispielsweise 90.000 Flyer machen wir jetzt. Warum betest du nicht? Dann 40.000 DVDs sind jetzt schon gekommen. Und wir brauchen dafür Gelder, damit wir monatlich solche Aktionen starten können. Und deswegen brauchen wir eine Garantie. Wir haben hier solche Blätter. Wer Dawa unterstützen will, der sagt zum Beispiel, ich spende im Monat 5 Euro oder 10 Euro. Tut dir überhaupt nicht weh, ist eine große Sache. Vielleicht dadurch wird eine DVD gedruckt, die wird jemand geschenkt und er nimmt den Islam an. Verstehst du? Das ist der Punkt, damit wir die Dawa weitermachen können. Warum sind die Christen so erfolgreich in der Dawa? Weil die finanziell unterstützt sind. Die bauen Dawa-Zentren, alles. Die haben Bibeln in 2500 verschiedenen Sprachen. Der Koran gibt es nur in 100 Sprachen. Warum? Weil die Muslime die Dawa nicht unterstützen. Wenn man keine Mittel hat, kann man auch nichts machen. Okay, Bruder. Was wolltest du gesagt haben? Was wolltest du? Du hast gesagt, das ist ein Test. Muss man einschreiben? Das kann man am Ende machen. Das kann man am Ende machen. Aber den Test, den wird es am Ende geben. Und da wird dann von jedem Vortrag, wird das, also dieser Vortrag hat keine Fragen, nur die Zusammenfassung. Weil du, wenn du jetzt eine Zusammenfassung schreibst, wirst du die meisten Sachen, wirst du dir sowieso merken. Weil es einfach zu merken sind. Die anderen Sachen sind Sachen, die man auswendig lernen muss. Nächste Woche, das wird ganz kompliziertes Thema werden. Da gibt es auch wieder Sachen, die man, das ist Verteidigung der Sunna. Leute, die sagen, man muss sich nur in den Koran halten, Koraniyun, gibt es jetzt in der ganzen islamischen Welt, Mustafrikun. Leute, die sagen, ja, wir halten uns nur den Koran, nicht in die Sunna. Ja, und wir geben dann die Widersprüche dieser Leute auf, warum das falsch ist. Gib ich dir. Okay, sonst noch irgendwas zu meckern oder so? Dr. iPhone. Alles klar? Kannst du der Mönche interessieren, was er gesagt hat?
Die Seite, ja, wir gehen davon aus, dass, ja, wir versuchen die halt jetzt irgendwie zu flicken. Geht jeden Tag auf die Seite, also Nachrichten werdet ihr bekommen. Aber die haben da wahrscheinlich was am Server rumgespielt, ja. Ist halt so, aber wir stehen wieder auf, ist ganz kein Problem. Deswegen sage ich ja, wir müssen die Dauer jetzt an den Mann bringen. Und nur Internet, guck mal Leute, warum sind die eigentlich so fuchsteufelswild geworden? Warum? Durch die Kundgebungen. Nee, Dauerkurs kam ja vor, kam ja nachher erst. So durch die Kundgebungen. Weil wir jetzt die Sache auf die Straße tragen. Solange sich der Islam in der Moschee verhält, am besten auf Chinesisch oder auf irgendeine andere Sprache, wo es auch keiner mitkriegt, ist kein Problem. Aber wenn du anfängst, richtig öffentlich aufzurufen, dann merken das eindeutig. Aber die können, aber gesetzlich sind wir auf der richtigen Seite. Weil wir nichts machen, was verboten ist. Ganz einfach. Bitte. Eigentlich nicht. Okay, Bruder. Ja, bitte. Natürlich. Guck mal, Bruder, Koran in die Hand geben würde ich nur jemanden, der schon interessiert ist. Wenn jemand interessiert ist, gibt es den Koran. Aber ansonsten haben wir ja diese Flyer auch jetzt. Immer, ja, wir sind die gerade am Herstellen. Wir wollen jetzt wirklich Hunderttausende herstellen. Flyer für Informationen. Guck mal, Bruder, wisst ihr, damals bei mir, wisst ihr eigentlich, wie ich den ersten Kontakt mit Islam hatte? Ihr kennt die Geschichte mit diesem, mit dem Typen von der christlichen Mitte, ne? Aber eigentlich vorher, eine Woche oder zwei Wochen vor dem Treffen, wenn ich mich richtig erinnere, bin ich in Köln durch die Stadt gegangen und da waren einige Brüder, die hatten einen grünen Turban gehabt und langen Bart, die haben dort so Informationen über Islam haben die vergeben. Türken waren das gewesen. Und das habe ich gelesen, das hat mir gut gefallen. Ich habe jetzt nicht gesagt, ja okay, jetzt will ich Islam annehmen, aber das hat mir die ersten Punkt gegeben, weißt du? Das hat mir den ersten Punkt gegeben.